So, ich wollte euch hier mal eine Gepäcklösung zeigen, die mir sehr gut gefällt. Und zwar habt ihr bestimmt schon mal diese günstigen Plastik-Topcases gesehen. Die kosten so unter 30 Euro, 25, 27 Euro. Und die muss man normalerweise ja fest auf an den Gepäckträger anschrauben. Und dann kann man keine Ortlieb-Gepäcktaschen mehr dran machen. Und da habe ich jetzt mal eine andere Lösung gefunden. Ich habe einen Top-Peak-Gepäckträger. Der hat eine sogenannte Quick-Track-Schiene. Das ist so eine V-förmige Metallschiene. Und da kann man fertige Taschen von Top-Peak draufschieben, aber die sind alle nicht abschließbar. Das finde ich wichtig, wenn ich in der Stadt mal das Fahrrad stehen lasse und da habe ich vielleicht irgend ein paar Sachen, die ich eingekauft habe, drin und ich möchte nicht mit mir rumschleppen. Dann habe ich ja diesen wasserdichten Deckel auch. Hier habe ich zum Beispiel eine Regenjacke permanent drin und Licht, Fahrradpumpe und so. Und das möchte ich halt nicht immer mit mir rumschleppen. Und dann kann ich das also hier mit dem Schloss, dann kann ich das abschließen. So, nun gibt es aber diese Quick-Track-Schiene nicht einzeln. Das heißt, ich habe mir eine selber gebastelt und zwar aus Holz und Aluminium, alles aus dem Baumarkt. Und zusätzlich habe ich dann noch ein Loch in den Gepäckträger gebohrt, 4 mm, und so ein kleines Vorhängeschloss davor gehängt. So kann die Schiene nicht rausgezogen werden und damit ist das Topcase also diebstahlsicher. Und außerdem, als nützlicher Nebeneffekt, können die Ortliebtaschen auch nicht mehr abgenommen werden, ohne das Topcase zu entfernen. Also die können dann auch nicht mehr gestohlen werden. Also der Inhalt schon. Das ist ja wirklich schlecht abschließbar hier bei so einer Ortliebtasche, aber die Tasche selbst, die kann nicht weggenommen werden. So,